Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den ORF 3 Künstlergesprächen, heute mit Schauspielerin Senta Berger. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Danke. Frau Berger, ich habe gelesen, dass Ihre Mutter, immer wenn sie Sie gefragt hat, wie es Ihnen geht, auch gefragt hat, ob Sie glücklich sind. Und ich würde Sie heute auch gern fragen, sind Sie glücklich? Ja, ich glaube, als erwachsener Mensch kann man so eine Frage nicht eindeutig beantworten. Man kann sagen, immer wieder glücklich. Ich finde es überhaupt die größte Aufgabe, die wir Menschen haben, nach diesem Glück zu streben. Ich glaube, das sagt ja auch der Wittgenstein sehr schön formuliert, intelligent ausgedrückt. Die Dankbarkeit dem Leben gegenüber zeigt sich oder muss sich zeigen in unserem Streben nach Glück, das uns fast nie gelingt. Aber ich bin meinem Schicksal dankbar, ja. Ich bin nicht jeden Tag glücklich, das kann man ja nun wirklich nicht sein. Nicht einmal Kinder können das. Ich frage nämlich deshalb, weil von außen wirkt ja ihr Leben und ihr Sein. Sie sind immer schon erfolgreich gewesen, sie sind immer schön gewesen, sie sind von ganz vielen Leuten immer bewundert worden und gemocht worden. Und eigentlich von außen würde man sagen, so jemand muss eigentlich glücklich sein. Was sind denn Ihre Kriterien eigentlich für Glück? Ist das was, mit dem Sie was anfangen können? Ich habe ein wirklich sehr buntes, abenteuerliches Leben hinter mir und habe es eigentlich immer noch. Ein sehr reiches Leben. Nicht unbedingt jetzt, was den materiellen Wohlstand angeht, denn mein Mann und ich haben sehr viele Risiken auf uns genommen, um Filme zu produzieren. Und hätten wir nicht ein Haus gehabt, das wir immer wieder so quasi als Hypothek der Bank zur Verfügung stellen konnten, das wir dann wieder auslösen konnten später, hätten wir diese Filme, die wir gemacht haben und die mein Leben eben auch begleiten, nicht machen können. Ich denke jetzt da an Die Weiße Rose oder Das schreckliche Mädchen oder von die Verfilmung von George Taboris, Mutters Courage zum Beispiel. Aber eben auch die schnelle Gerdi, die mich ja bis heute noch begleitet, wenn ich mit einem Taxifahrer gestern hierher zum Musikvereinsaal gefahren bin, dann dreht er sich halt um und sagt, Sie wissen eh besser Bescheid, wie wir fahren, oder? Ja. Wenn man so auf ihre berufliche Laufbahn blickt, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass Sie von ganz früh an schon immer wahnsinnig mutig gewesen sind. Also wenn überhaupt mutig, dann aus Unwissenheit. Ah, okay. Ja. Und aus Unreife natürlich, klar. Aber das war ja ganz furchtbar, die Situation, als ich das Reinhardt-Seminar verlassen musste. Ich habe ja mit allen Mitteln versucht, bis zum Unterrichtsminister bleiben zu können. Es war ein trostloser Sommer nach diesem Hinauswurf. Und ich dachte, es ist aus. So alleine war ich nie wieder in meinem Leben. Das heißt, wenn ich sage mutig und Sie meinen, naja, das war eher Unwissenheit, ist das vielleicht im Rückblick, dass Unwissenheit oft irgendwie als Mut dann interpretiert wird vielleicht? Also ich greife mal diesen Gedanken auf und sehe mich jetzt in Los Angeles ankommen mit meinem Köfferchen. Da war ich 22 und hatte vorher zwei amerikanische Filme gemacht, sprach also schon ganz gut Englisch, aber noch nicht wirklich amerikanisch. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und ich habe mich getraut, dort alleine zu sein und versucht, mich da einzugliedern, aufzuschnappen, zu verstehen, Zusammenhänge zu sehen. Ich habe von meiner Mutter eine ganz gute Gabe geerbt, ein gutes Urteilungsvermögen oder ein Unterscheidungsvermögen. Ich glaube, das ist es, dass man sagt, was ist denn wichtig? Was ist wichtig? Wir haben von Glück gesprochen. Macht dich das jetzt glücklich hier, dieses Beverly Hills Hotel? Und wenn du abgeholt wirst mit so einer Stretch-Limousine morgens, macht das den Film besser? Ja? Und diese Fragen habe ich mir begonnen zu stellen in Amerika, weil ich da mutig hingegangen war, aber dann eben doch genügend realistisch oder realistisch genügend Wirklichkeitssinn gehabt habe, mich selber zu befragen. Dieses Glück ist dir jetzt in den Schoß gefallen, sozusagen. Willst du es dort haben? Willst du es überhaupt haben? Ja?
Also ja, Mut gehört schon dazu, aber man muss auch dann den Mut haben zu sagen, das ist es nicht, Kinder. Oder nicht Kinder, sondern Center. Das ist es nicht. Ja. Mhm. Weil ich habe mir auch gedacht, dass eine Karriere, so wie Sie sie hatten und immer noch haben, es gehört in gewissen Momenten immer ein bisschen von diesem Glück ja dazu. Und es könnte ja so ein Talent von Ihnen sein, das Glück auch zu erkennen, dass das jetzt ein Glück ist, dass es gerade da ist. Mein Mann meint auch, ich habe Glück gehabt und ich habe auch Glück gehabt. Im Moment weiß man es nicht. Mhm. Im Moment wird das überdeckt auch mit Angst und Sorge und springen oder nicht springen in was Neues hinein, Lampenfieber. Man kann das eigentlich erst im Rückblick erkennen. Instinktiv habe ich sicherlich oft richtige Entscheidungen getroffen. Ein paar sind ganz daneben, sowieso wie immer im Leben. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ja, doch. Es hat mich schon etwas geleitet. Vielleicht auch, dass ich sehr früh meinen Mann hatte als Vertrauten, Freund, Geliebten, Kenner des Lebens und vor allem meines Lebens. Also wenn einer mich besser kennt als ich mich, dann ist es der Michael Verhoeven. Und das, ich glaube, das hat mir auch sehr viel Ruhe gegeben, zu sagen, nein, danke schön, ich verstehe, das ist jetzt eine ganz großartige, ein großartiges Angebot, danke, aber ich glaube, ich bin noch zu jung, ich bin noch zu unerfahren oder ich bin schon zu alt, ich kann das nicht mehr spielen, das ist nicht glaubwürdig, ich muss es mir glauben und ich glaube mir es nicht. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wenn ich nicht verdient habe, da muss man ja auch drüber reden, hat der Michael es für die Familie tun können. Und wenn er mal, ich will nicht sagen brach lag, aber doch eine Durststrecke hatte als Regisseur, dann hat das Schicksal es so gewollt, dass ich arbeiten konnte. Also diese Sorge der Abhängigkeit, die ja besonders in den freien Berufen so stark ist und so sichtbar ist, ja, die hat es mir leichter gemacht, das ist klar. Mhm. Ja. In Hollywood zum Beispiel, wo Sie ja auch sehr erfolgreich waren, hat es denn doch immer wieder mal Situationen gegeben, wo dann andere Schauspielerinnen Ihnen einfach vorgezogen wurden, egal aus welchen Gründen. Und ich habe mich irgendwie gefragt, ist das eigentlich etwas, das, wenn man das so früh erfährt, bleibt das dann in einem eigentlich drin? Begleitet einen das Gefühl, dass jemand anderer mir vorgezogen wird? Am Anfang, als ich am Theater nicht das gespielt habe, was ich gerne gespielt hätte, da hat es wehgetan. Mhm. Und da war ich auch noch sehr jung, konnte das schlecht einordnen. Da bleibt so ein Schmerz zurück. Und aus diesem Schmerz erwächst auch eine Unsicherheit, die einen in diesem Beruf immer begleitet. Mhm. Man muss nur lernen, damit umzugehen. Mhm. Diese Zweifel, die kann man nicht wegwischen, die sind einfach da, die begleiten einen in diesen künstlerischen Berufen immer. Mhm. Und ich meine nur, du kannst auch Alkoholiker werden aus diesem Grund oder du kannst versuchen, damit umzugehen. Durchlässigkeit, das alles braucht man ja. Empfindsamkeit, Empfindlichkeit. Das sind ja Dinge, die eben auch auf der anderen Seite mich für diesen Beruf befähigt haben. Mhm. Und im wirklichen Leben muss ich auch damit zurande kommen. Mhm. Ja. Aufgewachsen sind Sie in Wien im Gemeindebau in einer sehr kleinen Wohnung, ich glaube eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ist das eigentlich auch etwas, wo man dann viel Disziplin und vielleicht Fleiß und Kraft daraus zieht, wenn man einfach raus will aus dieser Enge? Oder haben Sie das ganz anders empfunden? Ich glaube, dass beides wahr ist. Natürlich waren das sehr beengte Wohnverhältnisse. Die erste Wohnung, in der wir gewohnt haben, bis ich 14 war, war so winzig, dass ich natürlich neben meinen Eltern, wir hatten drei Klappbetten, also ich habe neben den elterlichen Klappbetten in einem eigenen Klappbett geschlafen. Mhm. Tagsüber wurden die Klappbetten dann hochgeklappt und ein Tisch wurde hingestellt und dann war es plötzlich ein Wohnzimmer. Und das ist mir lange gar nicht aufgefallen. Erst als ich so 12, 13 war, war mir das nicht
angenehm, so nahe an meinen Eltern zu schlafen. Ich hatte dann auch schon andere Wünsche. Ich hätte auch gerne mal Freundinnen eingeladen. Das war ja alles nicht möglich, war ja alles viel zu klein. Später haben wir in einem Gemeindebau gewohnt, auch in Hietzing. Da hatte ich dann schon das eigene Kabinett. Das war ein großes Reich, dieses kleine Kabinett, mein Reich. Es gab sogar schon eine Toilette in der Wohnung und nicht außerhalb der Wohnung. Also das war Luxus, nicht? Und dieses Gefühl des Luxus, also meine Mutter hat dann in diese Gemeindebauwohnung eine Dusche einbauen lassen und ich durfte die Kacheln aussuchen. Dieses Glücksgefühl, das ich damals hatte, als ich sagte, Türkis, sie müssen Türkis sein, die Kacheln. Und ich bekam sie. Wir haben eine türkise Dusche gehabt in der Küche. Und das stellt sich dann später nicht mehr so ohne weiteres ein. Auf der einen Seite glaube ich, dass mich das sehr geerdet hat, weil ich einfach wirklich die Stufen gegangen bin und auch sehr früh gelernt habe, was es bedeutet, was kostet. Und ich kann mich noch erinnern, mein erstes Josefstadt-Engagement, da habe ich 1200 Schilling bekommen und kam so ganz aufgeregt mit roten Backen nach Hause, erzählte das und meine Mutter sagte, naja, Haushaltsgeld gibt's mir schon, gell? und sie hat mir dann auch gesagt, 500 Schilling im Monat, ja? Und das, ich war völlig verblüfft, ja. Aber so war es richtig und die Erdung hat mich nicht verlassen, das ist schon gesund. Aber ob das mit diesen Umständen zu tun hat, das weiß ich nicht. Ich finde diese Geschichte sehr charmant, dass Ihre Eltern ziemlich unbeeindruckt waren, dass Sie mit Kirk Douglas gedreht haben, aber als Sie dann bei Heinz Konrads in der Sendung waren, das war was Besonderes dann. Meine Eltern haben in der Zeit, wo Heinz Konrads seine Fernsehsendung hatte, einen Fernsehapparat geschenkt bekommen von mir. Und das war so ein heiliges Gerät für sie. Und was da drinnen war, war auch alles aufregend und neu. Und ich erinnere mich also, als der Heinz Konrads mich fragte, ob ich in die Sendung komme. Und ich gesagt habe, nur wenn ich ein Lied von meinem Vater singen kann. Mein Vater war ja Komponist und hat Wiener Lieder geschrieben. Und der Heinz Konrads sagte, ja, machen wir das. Und das war am Rosenhügel oben und es war eine Live-Aufzeichnung. Und als ich dann vom Rosenhügel runtergefahren bin, da saßen meine Eltern immer noch auf diesen beiden Stühlchen vor dem Apparat. Fein angezogen. Es hat mich so gerührt. Naja, gut, also mein Vater war auch gerührt, weil ich dieses Lied gesungen habe, ja. Aber das war etwas Besonderes für sie und das war auch etwas, was sie begreifen konnten. Und mein Gott, wie heißt der Kirke Douglas und wer ist es jetzt? Also ich meine, ich fand das wunderbar. Mein Vater war gebildet und ging auch ins Kino. Aber meine Mutter war herrlich. Sie hat sich auch über Fremdworte hinweggesetzt und sie mutig ausgesprochen. Wunderbar. Sie war nicht zu beeindrucken, nicht durch den Kirke Douglas und auch nicht durch den Mastroianni. Sie war zu beeindrucken, ich muss es wirklich sagen, von mir. Das hat mich so gefreut, dass sie noch erlebt hat, mein Weggehen und mein Wiederkommen und was mir so zugewachsen ist an privatem Glück, die Kinder. Und das Allerschönste für sie war das Burgtheater natürlich. Denn ich war bei der Hedi Pfundmeier in der Ballettschule am Schottenring und da sind wir sehr oft runtergefahren bis zum Ring und dann mit dem Ringwagen nach vor bis zum Schottenring. Und immer wenn wir am Burgtheater vorbeigefahren sind, sagte meine Mutter, siehst du, und das ist das Burgtheater. Und da spielt die Paula Wesseli und die Käthe Gold. Und dann spielte da ich. Und dann kam sie und dann habe ich ihr die Garderobe gezeigt, die 13er Garderobe. Und sie war sehr, sehr beeindruckt. Ganz still war sie, ganz still. Und dann habe ich ihr die Bühne gezeigt und die große Hinterbühne. Und da war sie sehr beeindruckt. Und das, ja, da war ich froh. Wenn Sie sagen, Ihre Mutter war vor allem von Ihnen beeindruckt und nicht von dem, was herum passiert, das klingt ja auch nach einem großen Vertrauen der Mutter in sie. Das ist sicher auch was im Leben sehr hilfreich ist und wirklich einen fast durchs Leben trägt, ein bisschen sein Fundament, oder? Sie haben ganz recht. Sie haben ganz recht. Meine Mutter ist das Fundament, immer noch. Meine Mutter hat einen großen Anteil an meiner Prägung. Und
Ich wusste gar nicht, dass das etwas so Besonderes ist, aber ich war der Mittelpunkt in ihrem Leben. Und sie hat mir alles gegeben, auch an Fantasie und an Klugheit und an Witz und an Humor. Und das hat sie mir alles geben wollen. Ja? Ich habe viel davon aufgeschnappt. Meine Liebe zur Natur, tröstende Liebe zur Natur auch. Ja? Meine Mutter hatte natürlich auch kein leichtes Leben, aber wenn sie dann an einem Fluss entlang gegangen ist oder unter einem Nussbaum stand, dann hat sie sich getröstet, weil sie gesagt hat, schau mal, das Wasser fließt, der Baum steht hier schon 100 Jahre. Den kleinen Kummer, den schlucke ich jetzt runter. Und davon habe ich viel mitbekommen. Mhm. Ja. Jetzt leben Sie schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten in Deutschland. Ich habe mich gefragt, können Sie eigentlich nur Wienerisch? Aber ja. Na, also das verliert man ja nicht. Ich brauche manches Mal einen Tag oder auch einen halben, um die Melodie wieder aufzuschnappen. Ja. Das Wechseln zwischen Dialekt und sogenanntem Hochdeutsch, das finde ich so schön, das ist so dramatisch. Herrn, was wollen Sie eigentlich von mir? Habe ich Ihnen schon gesagt, dass Sie hier nicht parken dürfen? Ist doch wunderbar. Also meine, das ist dramatisch, das ist Theater. Und das hörst du in Wien die ganze Zeit, überall. Und das finde ich wunderbar. Liebe Frau Berger, was wünsche ich Ihnen? Glück. Dann wünsche ich Ihnen Glück und bedanke mich sehr für das Gespräch. Dankeschön, Dank. Ihnen auch. Danke. Danke, auf Wiedersehen.